Also wir kommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag und diese Woche ist sitzungsfrei, was aber nicht heißt, dass arbeitsfrei ist, sondern da wird hinter den Kulissen und auch im Bundestag selbst nicht hektisch gearbeitet, sondern sehr konzentriert gearbeitet, um diese Corona-Krise endlich noch besser in den Griff zu kriegen, wie das bisher gelungen ist. So sagen jedenfalls 95% der Deutschen, wenn man den Umfragen glauben darf, sie haben Trauen, Frau Merkel, 95% der Deutschen trauen der Kanzlerin zu und sagen, sie macht einen guten Job. Das ist doch ungewöhnlich und darüber will ich heute reden mit Hartmut Ebbing. Herzlich willkommen. Sie sind Bundestagsabgeordneter der Liberalen mit Wahlkreis in Berlin und sitzen im Kulturausschuss, was ganz besonders bedeutend ist, weil in diesen Tagen der Kultursenator Lederer durch die Kulturinstitutionen der Stadt, der Hauptstadt reist und sich das anschaut. Dort sieht es sehr bedrohlich aus. Kommen wir gleich drauf. Macht Frau Merkel das wirklich gut? Ihr Vorsitzender hat im Bundestag eine Rede gehalten, die hat doch kleine Spitzen gehabt gegen die Kanzlerin. Aber ansonsten habe ich den Eindruck, stehen Sie alle hinter dem Kurs der Kanzlerin. Ist das so? Ich denke ja. Auch wenn wir die Spitzen ja alle gehört haben, die, glaube ich, ja, als Oppositionspartei in gewisser Art und Weise auch notwendig sind, denn wir sind ja Opposition und müssen halt auch mal aufmerksam machen auf bestimmte Sachen, die schief laufen könnten. Aber im Allgemeinen, im Grundsätzlichen, glaube ich jedenfalls, und das ist auch das, was ich so im Hintergrund höre, dass wir bei dieser Krise, die ja wirklich einmalig und ja für alle ganz neu ist, wirklich, dass da die Regierung einen guten Job macht und wirklich das auch ja, umsetzt, was letztendlich Fachleute sagen. Und ich persönlich bin recht zufrieden. Man sagte, Herr Schäuble, der ist immerhin Bundestagspräsident, am Wochenende, man soll sich nicht von den Virologen alleine leiten lassen. Man soll auch mal gucken, dass man nicht übertreibt mit Blick nur auf die medizinische Seite. Womit er sagen wollte, und gegengesprochen gegen die Kanzlerin, die von einer Öffnungsorgie sprach, Diskussionseröffnungsorgie sprach und dafür Kritik bekommen hat, er sagt, das ist keine Orgie, sondern wir sollten tatsächlich darüber nachdenken, ob wir die Lockerungen nicht ein bisschen stärker vorantreiben. Was ist denn nun richtig? Naja, was richtig ist, können wir, glaube ich, alle nicht sagen, weil, wie ich eben gerade sagte, es ist ja nichts, was irgendwie im Lehrbuch steht, wo es irgendwie Blaupausen für gibt. Und von daher glaube ich, auf der einen Seite muss man natürlich Meinungen zulassen, auf der anderen Seite haben wir die Schwierigkeit, dass ja auch die Bevölkerung ganz klar auch erwartet, dass das gehandelt wird. Und ich persönlich, aber das muss jeder Mensch selber entscheiden, ich selber finde es tatsächlich nicht immer richtig, wenn wir als quasi Laien von Wissenschaftlern, von Virologen unterschiedliche Auffassungen hören, die auch dann noch mit aller Tiefe auch über die Medien dann interpretiert werden und gleichzeitig die Virologen selber sagen, ja, wir sind nur Wissenschaftler, wir wollen gar nicht politisch entscheiden und uns dann Politiker sozusagen im Regen stehen lassen, denn wir brauchen eine Entscheidungsgrundlage und wenn selbst Fachleute wirklich jeden Tag unterschiedliche Auffassungen vertreten, ist es natürlich in der Politik unheimlich schwer sozusagen zu sagen, was mache ich jetzt? Und ich kann da wirklich jeden verstehen, ob Frau Merkel oder Herr Schäuble, ob Christian Lindner oder wer immer auch. Wir haben verschiedene Ansätze. Ich glaube, derzeit können wir gar nicht absehen, ob wir diese Corona-Krise überhaupt mit welchen Mitteln noch immer lösen können. Und das ist halt die große Schwierigkeit. Ich glaube, das hatte ich ganz am Anfang in den Diskussionen gesagt, ja, wir haben, wenn man mal immer den Staat ansieht, da haben wir immer davon gesprochen, dass wir uns gar nicht gegen eine Infektion sozusagen wehren können. Wir haben nur das Problem, dass wir zu wenig Krankenhausbetten haben. Also jetzt haben wir zu viel. Wir müssen die Kurve abflachen. Ja. Das war eigentlich der vornehmliche Grund. Es war in Diskussionen niemals die Frage die, ob wir uns infizieren oder nicht infizieren, sondern die Frage war immer nur die, wir haben eine Pandemie, wir haben zu wenig Krankenhausbetten.
mit zu wenig Akut- und Beatmungsgeräten. Wir müssen probieren, diese Ansteckungskurve abzuflachen. Die Folge ist, was Sie gerade gesagt haben, wir haben sie offenbar zu stark abgeflacht. Wir haben gleichzeitig wirklich verhindert, dass schwere Operationen, die notwendig sind, durchgeführt worden sind. Das höre ich aus den Krankenhäusern. Teilweise wurden Chemotherapien abgebrochen bei Krebskranken. Da müssen wir gucken, ob wir nicht sozusagen übersteuert haben. Aber wir werden, das sehen wir ja, glaube ich, also entweder, und da ich, dass wir noch keinen Impfstoff haben, wird uns das Problem Corona noch lange verfolgen werden. Nun ist ja die Diskussion, oder sie wird immer stärker, sie wurde geführt bei Anne Will am Wochenende, in der Frage, sollen die Grundrechte nun weiterhin oder dürfen die Grundrechte weiterhin so eingeschränkt werden, weil die Gesundheit oberste Priorität hat? Sie sind doch ein Liberaler. Das heißt, das, Ihr Prinzip ist doch möglichst wenig Staat und nur so viel Staat wie nötig. Ja, die eigentlich ethische Frage, die wir aber auch alle noch nicht beantwortet haben, glaube ich, ist die, in so einem Fall müssen wir als Staat, in welchem Maße müssen wir als Staat die Bevölkerung schützen und welche Teile der Bevölkerung schützen wir eigentlich mit den Maßnahmen, die wir jetzt durchgeführt haben. Ich habe eine 90-jährige Mutter, die ist total helle im Kopf und die fragt mich, sag mal, warum sperrt ihr mich ein? Ich möchte ganz gerne raus und ich bin 90, aber ich weiß, dass ich 90 bin und ob ich jetzt morgen an Corona sterben sollte oder übermorgen an einer Folge eines Oberschenkel-Halsbruches, das möchte ich mir nicht vom Staat sagen lassen. Ich kann selber entscheiden. Und sie ist 90 und das ist natürlich das, was ich zurzeit auch auf der Straße mitbekomme. Nach 4 Wochen Lockdown merken die Menschen, soziale Kontakte ist eigentlich das A und O und die brauche ich ganz gerne wieder. Und da ist natürlich die Frage, kann ich als Staat sagen, nein, du darfst nicht, du darfst es nicht. Gegenrede von mir. Ihre Mutter, 90 Jahre, wenn die auf die Straße geht, könnte sie ja durchaus einen Gesunden anstecken, wenn sie das Coronavirus hat, was wir nicht wissen. Sie auch nicht. Aber es könnte ja sein. Und deswegen ist diese Maßnahme vom Staat vielleicht gerechtfertigt, sage ich. Ja, die Frage ist, meine Mutter ist definitiv nicht krank, weil sie seit 6 Wochen zu Hause ist. Die Frage ist natürlich die, wenn sie angesteckt wird, wer übernimmt die Verantwortung, dass sie möglicherweise an der Krankheit dann stirbt? Derjenige, der sie angesteckt hat oder wir als Politik, da sagt der Staat, die verhindert haben. Wollen wir verhindern, diese Frage. Wir wollen versuchen zu verhindern, dass jemand ansteckt. Die Problematik ist die, meines Erachtens rein, das ist natürlich unempathisch gesprochen, aber wenn wir das Virus nicht eindämmen können, dann werden wir damit noch jahrelang umgehen können, bis wir eine Impfung haben und bis dann die Bevölkerung durchgeimpft ist. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das nicht aushalten. Ja, aber so lange kann man die Leute ja nicht einsperren. Genau, das heißt, wir werden lockern müssen und zwar selbst bei der Maßgabe, dass wir sagen, die Maßnahmen waren richtig, aber die Bevölkerung wird es nicht mittragen weiter. Ganz konkrete Frage, die Entscheidung fällt am Donnerstag, darauf warten Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie Fußballfan sind. Sollen Geisterspiele stattfinden oder sollen sie nicht? Also da fragen Sie natürlich den Falschen, weil ich selber kein Fußballnarr bin. Aber wir wissen ja, dass wir wissen das ja schon aus der Musikszene und aus der Theaterszene, die ich ja besser kenne als im Fußball. Theater und Musik lebt ja vom Publikum. Die Spieler genauso wie auch die Schauspieler und auch die Musiker, die brauchen die Interaktion der Zuschauer. Und ich bin überzeugt davon, dass man vielleicht 1-2 Geisterspiele spielen kann, aber es fehlt die Interaktion und das ist das eigentliche Erlebnis. Das eigentliche Erlebnis beim Fußball. Man muss die Meisterschaft ja spielen. Ja, man muss sie nicht spielen, sondern man kann sie ja auch vielleicht verschieben. Das ist ja nichts, was jetzt zwingend geboten ist, was wir durchführen müssen. Also Sie wären Kompromiss, 1-2 Spiele, aber dann wieder Schluss.
Aber ich bin wirklich nicht derjenige, der die Empathie der Fußballspieler und auch der Zuschauer kennt. Aber ich sehe zurzeit nicht die Notwendigkeit, warum wir Geisterspieler machen müssen. Denn wir haben ja dort eine Branche, anders als in der Kultur- und Kunstszene, die ja durchaus auch mal ein Vierteljahr ohne Einnahmen aushalten kann. Ja, kommen wir gleich zurück auf die Kulturszene. Noch ein Wort zum Fußball. 70% der Deutschen sind gegen Geisterspiele. Sehen Sie? Also von daher bin ich schon mit dem Mainstream. Ja, was verwunderlich ist, weil es jetzt so aussieht, als sei die Mehrheit der Deutschen dafür, dass Fußball endlich wieder losgehen kann. Nein, die Leute denken durchaus vernünftig. Aber kommen wir zu Ihrem eigentlichen Thema, das ist die Kulturszene. Sie sind im Kulturausschuss. Wenn Sie das sehen, was in Berlin passiert, Berlin ist, glaube ich, die Stadt mit den meisten privaten Kultureinrichtungen, Clubs und Theater, und die liegen alle brach. Alle. Wer kommt denn für diesen immensen Schaden auf? Ja. Das ist ja. Deswegen machen wir eine kleine Werbepause, weil Herr Ebbing muss darüber nachdenken. Und wir sind gleich wieder da. Und zu Gast ist Hartmut Ebbing von der FDP und sitzt für die Berliner in einem Berliner Wahlkreis im Bundestag. Bis gleich. Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag, heute mit Hartmut Ebbing. Er ist Berliner Bundestagsabgeordneter für die Liberalen und sitzt im Kulturausschuss. Wir haben schon gesprochen über Fußballspiele. Ja, das wird am Donnerstag entschieden. Die Frage ist, der Kulturszene in Berlin geht es miserabel. Das ist, alle haben keine Einnahmen mehr und fast alle haben keine Rücklagen. Und gibt der Staat Ihnen etwas? Ist das schon bei Ihnen auf dem Tisch gelandet? Naja, wir haben ja in der Kulturszene das Problem, dass bei Angestellten es so ist, dass wir ja verschiedene Lösungen haben. Also zum Schluss funktioniert das Kurzarbeitergeld ganz gut bei Angestellten, auch bei angestellten Künstlern, die wir ja auch in Berlin haben. Die stehenden Orchester, Staatskapelle, Philharmoniker haben ja Anstellungsverträge und gleichzeitig haben wir ja öffentliche Gelder. Das heißt, mit anderen Worten, da haben wir eine Sicherheit auch für die Künstler. Das große Problem bei Künstlern ist das, dass wir neben den angestellten Künstlern auch in Berlin an Theatern, auch bei Orchestern und Chören viele, viele sogenannte Selbstständige, Solo-Selbstständige, selbstständige Künstler haben, die durchaus auch damit auch sehr zufrieden sind mit ihrem Status und aufgrund ihrer ständigen Honorarverträge mit den entsprechenden Ensembles auch überhaupt nicht geklagt haben. Die aber jetzt durch das Raster fallen, weil die bisherigen Hilfen entweder für Unternehmen sind und für zum Beispiel für Betriebsmittel Geld zur Verfügung stellen, oder aber, wenn es sich um sozusagen die so private Lebensführung handelt, dann gesagt wird, der Künstler muss bitte schön zum Jobcenter und Hartz IV beantragen, was dem Künstler natürlich überhaupt nicht keinen Spaß macht, weil er eigentlich nicht sozusagen sich auf dieser Ebene fühlt. Er möchte eigentlich auch eine Unterstützung haben, sodass ich mit anderen auch zusammen, aber ich glaube, ich wesentlich im Bundestag gesagt hatte, wir müssen diese sogenannte Soforthilfe ähnlich wie Kurzarbeitergeld einfach nicht an Betriebskosten aufhängen, sondern zum Beispiel sagen, wir nehmen Umsatz des letzten Jahres, Umsatz von 2019, und davon ein Viertel zum Beispiel, maximal 9.000 Euro. Ich glaube, damit könnten wir den selbstständigen Künstlern sehr helfen. Das ist die eine Ebene der Hilfe. Aber es ist noch nicht getan. Nein, es ist nicht getan. Und wir haben da das Problem, dass wir hatten ja letzte Woche auch Kulturausschuss, dass dieser Vorschlag bisher jedenfalls von der Regierung und vom Bundeskulturministerium nicht als opportun gilt. Mal gucken. Was ist denn deren Vorschlag? Die sagen tatsächlich, Künstler sollen die sogenannte Grundsicherung beantragen. Dort haben wir also die Vermögenskontrolle sozusagen aufgehoben, aber dort gilt immer noch die Bedarfsgemeinschaft. Von anderen Worten, wenn ich Künstler bin,
bin und mein Partner ist angestellt irgendwo, erhalte ich keine müde Mark aus der Grundsicherung, weil in dem Falle es gilt das Partnereinkommen und der erfolgreiche Künstler möchte natürlich jetzt nicht auf dieser Ebene. Es klingt furchtbar, was Sie da erzählen. So, Bundestag tagt nächste Woche wieder. Können Sie ein Versprechen abgeben, dass das nächste Woche in etwa geregelt wird? Nein, also die Tendenz ist, zumindest wie ich das höre, leider so, dass dort keine Veränderung passieren wird. Vielleicht, also da würde ich ganz gerne auch die entsprechenden Lobbyverbände auffordern, noch ein bisschen mehr Druck und auch ein bisschen mehr, bisschen mehr Kommunikation zu betreiben, denn das, glaube ich, ist für die Künstler sehr hilfreich. Also warten wir mal drauf, was nächste Woche passiert. Gucken wir mal auf Berlin. Der Kultursenat der Lederer kümmert sich sehr intensiv um die privaten Kulturstätten. Reicht das aus, sich kümmern, oder hat er auch einen Topf, aus dem er Hilfen geben kann? Naja, wir kennen ja genauso, dass auch die Berliner selber auch nicht das Geld jetzt drucken können. Ich glaube schon, dass Klaus Lederer das, was er kann, auch sehr schnell gemacht hat. So wie ich das auch höre von den Künstlern hier in Berlin. Diese Zusatzmittel sind ja auch sehr schnell auch vergeben worden und auch auch relativ unbürokratisch. Was wir, glaube ich, jetzt, was jetzt notwendig ist, ist die konstruktive Überlegung, wie kann ich auch Kinos und auch Theater so langsam wieder in Bewegung setzen und meines Erachtens könnten wir mit Abstandsgebot zum Beispiel natürlich auch Kinos insofern wieder. Ja, auch. Wir sind auch. Ja, genau. Wir könnten ja sagen, wir lassen wie im Schachbrettmuster immer eine Reihe frei und wie lassen. Im Bundestag geht's doch auch. Warum wir haben im Bundestag auch? Ist das wirklich. Das hat mich sehr erstaunt. Wir waren ja schon vor 14 Tagen im Bundestag in der gleichen Zusammensetzung und es gab keinen einzigen neuen Corona-Fall innerhalb der Abgeordneten. Und wir sind, glaube ich, wirklich auch relativ kommunikativ. Ja, für die es nicht wissen. Erzählen Sie mal, Sie sitzen und neben Ihnen. Ja, wir haben das im Bundestag so geregelt, dass immer zwischen einer Person zwei Plätze frei sind. Da liegt ein weißer Zettel drin. Liegt ein weißer Zettel drauf und es wird auch sich daran wirklich konsequent gehalten und auch wir selber kommunizieren wirklich mit Abstand so in der Art, in der Entfernung, wie wir beide jetzt sitzen. Und ich persönlich glaube auch, nach allem, was ich von den Wissenschaftlern sehe, ist ja der eigentlich ausschließliche Übertragungsweg die Tröpfcheninfektion. Von daher, auch bei uns in dem Großversuch Bundestag scheint es zu funktionieren. Mit einer wirklich einigermaßen Kontrolle des Abstandes können wir Infektionen verhindern. Warum funktioniert das denn nicht bei Theatern und Kinos? Ich glaube, es funktioniert. Ich glaube nur, dass die Angst, die auch berechtigte Angst da ist, dass sich Menschen dann nicht daran halten. Das merke ich zum Beispiel auch. Ich war natürlich, wie wir alle, oder ich jedenfalls, habe Brötchen geholt beim Bäcker. Und werde natürlich auch dann angesprochen von anderen und man merkt, dass die Kommunikationsdistanz zwischen Menschen eigentlich unter 1,5 Meter ist. Weil man es nicht anders gewohnt ist. Eher ungefähr bei einem Meter. Und, aber im Kino unterhalte ich mich ja nicht. Ja, aber ich glaube, das ist die berechtigte Sorge der Entscheider, dass einfach die Nähe dazu dann trotzdem gesucht wird. Ich glaube, wir sollten ein wenig mehr Eigenverantwortung auch der Bevölkerung sozusagen überlassen, zu sagen, Leute, wir machen das Kino auf, der Kinobetreiber oder auch der Theaterbetreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass die Abstandsregeln gehalten werden und wir können so ganz, ganz langsam dann auch öffentliche Aufführungen wieder in Gang setzen. Das würde uns, glaube ich, allen gut tun. Kinos geht sowieso, weil da haben wir ja keine Schauspieler, keine Musiker, die präsentieren, sondern da haben wir die Leinwand, da geht es, glaube ich, am einfachsten. Aber auch Theater und Orchester geht es, glaube ich, auch ganz gut. Restaurants?
sitzt einer. Restaurants finde ich, geht es für mich das Gleiche, wenn ich zum Beispiel Abstand habe, also mit anderen Worten, wenn ich immer einen Tisch frei habe und wenn ein Pärchen ins Restaurant geht, also wie wir ja wissen, Familie oder aber auch, das ist ja heute schon so, dass, was ja auch richtig ist, dass wir innerhalb der Familie natürlich auch kommunizieren können und dass auch das sollte in der Eigenverantwortung des Einzelnen sein. Es wird ja dazu kommen, dass diese Fragen alle gestellt werden, wenn nicht in den nächsten 2-3 Wochen irgendwelche größeren Lockerungen passieren. Was bedeutet, im Mai sollen die Schulen wieder aufmachen, die Restaurants zum Teil aufmachen. Und wenn das alles nicht funktioniert, weil die Leute sich daran nicht halten, wie wir es jetzt am Wochenende gesehen haben, die Geschäfte sind auf und die Leute strömen in die Parks, aber von Abstand ist da wenig die Rede, wie man ja heute in den Zeitungen lesen kann. Ja. Und es käme eine zweite Welle auf uns zugerollt, Corona-Welle. Was passiert dann politisch? Naja, also viele Leute sagen ja, dass die zweite Welle so oder so kommen wird. Ich bin, da kann man vielleicht sagen, zum Glück oder auch nicht zum Glück, was wir schon am Anfang gesagt haben, eine Lösung gibt es eigentlich nicht. Und wir werden das Problem nicht dadurch lösen, indem wir dann wieder einen Lockdown machen und wir wieder 4 Wochen lang die Menschen in ihre Wohnungen einsperren. Das werden sie nicht aushalten. Das heißt, wir müssen, glaube ich, meine persönliche Meinung, es auch zulassen, dass abhängig von der Krankenhauskapazität wir Kontakte zulassen werden müssen, sonst wird die Bevölkerung kollabieren. Dann hoffen wir mal, dass die zweite Welle nicht so kommt und wenn sie kommt, etwas abgeschwächter. Eine Frage müssen wir noch beantworten. Wo nehmen wir eigentlich das ganze Geld her, was wir jetzt ausgeben? Ja, also dass die sogenannte schwarze Null, glaube ich, ist sowohl auf der Bundesseite wie auch auf der Länderseite, ist natürlich mit Beginn der Krise, glaube ich, von allen Parteien auch ad acta gelegt worden. Wir haben eine Notsituation und zum Glück ist Deutschland, was die Anerkennung angeht, ein Land, das sich bis jetzt jedenfalls auch überall noch gut Geld sozusagen borgen kann. Anders als Länder wie Italien und Spanien, die damit größere Probleme haben. Borgen kann heißt immer, man muss es zurückbezahlen. Ja, natürlich. Aber wer bezahlt es denn zurück? Ja, letztendlich im Endeffekt ist das die Bevölkerung. Aber letztendlich ist die Frage dann die Frage der Verteilung. Ich glaube, die Entscheidung, die werden wir nach der Krise oder die Überlegungen werden wir erst nach der Krise führen müssen. Dann wird Kassensturz gemacht und da kann ich nur sagen, das sieht ziemlich schwarz aus. Kein Widerspruch. Wir sind am Ende der Sendung. Wir warten mal ab, hoffen, dass Sie gesund bleiben und Sie auch gesund bleiben, wir alle gesund bleiben. Und vielen Dank, dass Sie da waren. Hartmut Ebbing, FDP-Bundestagsabgeordneter, und bleiben Sie auch gesund. Wir sehen uns wieder nächste Woche Montag, wie immer, 20.30 Uhr, TV Berlin aus dem Bundestag. Bis dahin, danke und tschüss. Vielen Dank.